Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Forza Horizon 4. Statt Supersportwagen gibt es heute mal ein etwas normaleres Auto, aber immerhin noch einen Sportwagen. Und zwar den 2016er Mazda MX-5. Ja, dieses Auto zählt, es ist ein Sportwagen. Oder wird zugeordnet. Vielleicht nicht ganz von den Beschleunigungswerten, aber doch, es ist ein Sportwagen. Und zudem auch ein Roadster. Und so eigentlich sogar mit einer der erfolgreichsten Roadster der letzten Jahre. Wenn nicht sogar der erfolgreichste, weiß ich nicht ganz genau, aber der ist schon sehr begehrt. Zu Recht, ich meine, ein kleines, wendiges Auto. Leergewicht knapp eine Tonne. 160 PS aus dem Saugmotor. Klingt nach Spaß, ist auch Spaß und, was natürlich für diese Leistung auch relativ selten ist, Heckantrieb. Frontmotor, Heckantrieb. Gewichtsverteilung perfekt, 50-50. Müsste nicht ganz viel Spaß machen. Und deswegen geht es auch direkt auf meine Teststrecke. Ja, rausgekommen ist eine 3 Minuten 18,270. Damit ist der Wagen zwischen dem Jaguar XES und vor dem VW Touareg R50 und auch vor dem Nissan Sentranismo deutlich weiter vorne. Weil wirklich nicht viel Leistung, 160 PS ist jetzt nicht die Welt, das ist nichts Außergewöhnliches, aber halt das Gewicht, Heckantrieb, man kann offen fahren, natürlich man kann auch zufahren, aber halt, das ist ein Roadster, kein festes Dach, das hat schon was, finde ich.
Ist auch ein sehr, sehr cooles Auto. Ich habe auch bei mir im Dorf und auch jemand, der hat Leiter eines oder Besitzer eines Mazda-Autohauses. Und ab und zu stand er auch mal vor seiner Tür so ein MX-5 rum. Das Ding ist schon, finde ich schon cool, muss ich sagen. Finde auch generell Mazda eigentlich ziemlich gut. Also, das Auto sieht, finde ich, sehr, sehr modern aus. Sehr, sehr geil. Schöne Optik. Kleines, feines Auto. Sollte für die meisten noch schnell genug sein. Ich find's geil. So, wir haben jetzt wieder der Saugmotor. 160 PS, 200 Newtonmeter. Es geht ein BMW rein 6er rein. Ja, ich glaube Ami V8. Turbo Rally Motor. Oh. Oh, ho, ho. Ja, und dann 2,6 Liter. Vier Scheiben Wankelmotor aus dem 787B. Nein. Einfach nein. So, ich könnte noch mal und noch Turbos. Nö. Das bleibt mein Saugmotor. Wie vorne, das sieht schon. Sieht schnittig, sportlich aus. Mir gefällt das. Der Wagen hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit einen neuen, ich sag mal, Mitbewerber bekommen. Den Fiat 124 Spider ist er, glaube ich, oder so. Ist auch ein, eigentlich so gleiches Konzept, so ungefähr. Oder ähnlich. Aber ich finde den irgendwie, ich weiß nicht. Also ich finde, der Fiat, der wirkt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen klobig, aber die Sache wird schon so ein bisschen größer, ein bisschen, weiß nicht. Ich finde so ein Mazda eigentlich viel cooler. Die beiden Autos sind, finde ich, beide cool. Mir gefällt jetzt gerade so ein MX-5 schon besser und haha, der geht aber tief. Der Leergewicht, ne, wenn wir gerade dabei sind. Knapp über einer Tonne. Das ist nicht so viel. Vor allem ist es ja auch ein Roadster und jetzt auch noch kein Coupé. Das ist auch gar nicht mal so unwichtig. Handgerissen, 6 Gänge. Ist auch eine Automatik. Und den Wagen gibt es auch mit Targa-Dach. Das ist dann, glaube ich, der Mazda MX-5 RF, müsste da heißen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Das möchte ich mal gerne berichtigen von euch. So, Distanzscheiben, ja. Gerne. Sehr, sehr gerne. Ich möchte sogar hier ein bisschen Motorleistung reinmachen, aber nicht zu krass. Also es soll noch ein kleiner, feiner Sportwagen bleiben. Die Felgen gefallen mir erstaunlicherweise ziemlich gut. Auch die Felgenfarbe finde ich sehr gut. Genauso wie die Außenfarbe. Und ja, ihr könnt 20 Zoll darauf passen, aber das ist. Nein, das ist mir wirklich zu viel des Guten. Vielleicht sogar ich mir sogar schon 18 Zöller. Und 19 ist aber auch schon. Das ist schon amtlich, was die. Also, das ist schon größentechnisch ziemlich hart. So, Reifenbreite, die gefällt mir dafür aber gar nicht. Liebes Fahrradreifen, 2. Na, machen wir 2,50er oder 2,35er? Machen wir jetzt mal 2,35er. Was ich schön finde, halt wirklich reinen Heckantrieb. Das finde ich sehr, sehr geil. Machen wir hin. Ach komm. So, aber reifenmischungstechnisch. Oh, da sind wir schlecht aufgestellt. Wir haben nicht mal Straßenreifen. So schlecht sind die Serienreifen. Deswegen, er kriegt. Kriegt immer Sportreifen. Vielleicht, ich denke mal, die Felgengröße reicht auf jeden Fall. Vielleicht bleibe ich sogar noch in der B-Klasse. Tatsächlich. So. Ein Auspuff ist gut und vor allem fürs Gewicht ist das sehr gut. Natürlich unter einer Tonne. Okay, wir sind schon A-Klasse. Ja, gut. Kann mal passieren. So, KW-technisch. Ups. 140 kW. Ist nicht die Welt, aber bei dem Gewicht ist es dann schon. Macht man das aus, aber ich würde gern unter einer Tonne wiegen, deswegen gucken wir mal bei der Gewichtsreduktion. Stufe 1 müsste eigentlich reichen. Komm, 1001 Kilo. Da mache ich jetzt genau 1000 Kilo. Mal gucken, was die Schwungscheibe bringt. So, okay, 998 Kilo, ich denke mal, das ist in Ordnung. 140 kW. Kann ich ja nochmal kurz ausrechnen, was das denn in PS bedeutet. Ähnlich ist der KW die gängige Angabe, Kilowattstunden. Aber PS ist halt, sagt man sich mehr was drunter vorstellen. Also 139 mal 1,36 haben wir so 188, 189 PS.
Ja, so. Wollen wir sogar bei 200 PS machen? Ich weiß gar nicht. Wir bleiben mal in einem Auto unter. Na, ich guck mal. Vielleicht nur ein Rennteil. 12 kW, das ist zu viel. Wir dürfen uns maximal so 7 kW jetzt noch kriegen im Teil. Öl und Kühlung. Doch. Komm, mach ich nochmal. 145 kW. Ich würde gerne so knapp unter 200 PS bleiben. Damit kann man trotzdem viel Spaß haben. Und soll auch für die meisten Leute ausreichen. Man sollte auch nur ein Auto fahren oder sich ein Auto holen, was man auch fahren kann. Natürlich kann man sich auch nur ein 500 PS Auto holen, aber ob man damit auch umgehen kann, ist eine andere Frage. Deswegen wäre es vielleicht auch mal ein bisschen klüger, mal mit etwas langsameren anzufangen. Nicht vielleicht die fetteste Karre zu holen. Die man wahrscheinlich sowieso nicht fahren kann. Ich würde aber gern wieder vielleicht noch die Antriebswelle, die sollte noch ein bisschen Gewicht bringen. Ja. So ist gut. Und ich denke, oh ja. Komm, machen wir den auch gleich. Sind wir hier bei 997 Kilo. 196 PS ungefähr. Das ist gut. Das ist sportlich. Leider noch keinen in echt gefahren, würde ich aber gerne mal machen. Und ich denke, könnte damit auch umgehen. Der Leistung 160 PS Serie. Kann auch Spaß bringen. Das wird für die meisten auch definitiv reichen. So, aber der Wagen ist mir. Ich kann sogar hoch. Da habe ich jetzt überhaupt nichts gegen. Ich meine, der Wagen hat jetzt ja wirklich keinen Busmodus. Schon. Boah, 260 Klamotten fährt er jetzt. Ho, 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 ho. Meine Güte, das ist aber ganz schön viel. Ich weiß aber nicht, ob man die dem Auto offen fahren möchte. Bin ich mir jetzt mal nicht so sicher. Das ist vielleicht nicht so angenehm. Und dann auch von, ne, Wind und so. Vielleicht nicht gerade die beste Kombination. So. Getriebe kann relativ kurz. Da hat auch kurze Schaltwege der Wagen. Also das Schaltgetriebe sich ganz einfach, ganz flüssig, ganz schnell schalten. Dass man keinen Zeitverlust hat. Weil, klar, Schaltgetriebe kostet mehr Zeit als eine gute Automatik. Gibt aber auch schlechte Automatiken, wo es dann noch langsamer geht. Aber natürlich Schalt ist auch was anderes. Wenn mit dem Wagen würde ich glaube ich auch lieber einen Schalter nehmen. Auch wenn es Automatik gibt. Ich weiß noch nicht, ob die Automatik gut sein soll oder nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich keine Berichte von gelesen. Ich glaube aber bei dem Wagen mit Schalter kein Problem. Ist auch, denke ich mal, bei der Leistung noch eigentlich in Ordnung, einen Schalter zu fahren. Das Auto ist jetzt vor allem mit 4 PS, da würde ich halt eigentlich immer Automatik nehmen. Bis jetzt so, ich sag mal so, keine Ahnung, 400 PS plus. Das denke ich mal, Automatik auch eine sehr, sehr gute Wahl. Also vor allem, was ich 700, 800 PS geht, dann noch stärker, über 1000 PS. Ich weiß nicht, welcher Autohersteller da noch ein Schaltgetriebe reinbaut. Das ist, glaube ich, nicht so unbedingt die klügste Idee. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was ich meine, Safe Venom, ich meine auch irgendwie, was ich 1000 irgendwas PS. Und dann Schaltgetriebe. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Was so die sinnvollste Idee ist. Der Rot ist eigentlich geil. Komm, da bleibt so, wie er ist. Und ein bisschen tiefer könnte er doch noch. Aber ein bisschen hoch liegen darf der auch. Also hoch in Anführungszeichen, ne? Oh ja. Mach ich mal vielleicht so. Noch so 2,5 cm. Komm, 12,5 cm jeweils. Ja. Kleine Süße. Von Heckantrieb, ne? Ist so lange für sein Auto dieser Klasse oder dieser Leistung sehr ungewohnt. Ich denke mal, die meisten Fahrzeuge, was ich bis 300 irgendwas PS haben, halt entweder Front- oder Allradantrieb. Getrieb ist da eher selten. BMW macht das natürlich noch. Aber nicht ist das eher unüblich. So, auf jeden Fall würde so mit ich sag mal, in Anführungszeichen ähnlicher Leistung, Subaru BRZ oder Toyota GT86, Skyline FRS, was auch immer man da nennen möchte, 200 PS, auch Heckantrieb.
Das sind ja auch ausreichendes 200 PS. Ja, erstmal fahren üben. Was ich jetzt mal machen möchte, soll auch in der nächsten Folge wieder normal weitergehen. Und zwar, guck mal. Das haben wir in der letzten Folge gemacht mit dem Pagani. Oh, stimmt. Ich wollte gerade ausweichen, muss aber nicht mehr wollen. Dachte mir, okay, jetzt crash ich halt, aber naja. Aber ein Idiot. So. Natürlich sind die Gegner durchsichtig. Die zweite Ausfahrt nehmen. Sie auch mal vor, bis jetzt demnächst die Festival-Playlist zu machen. Das kann man auch dem letzten Update, Update 7. Was ich ziemlich interessant finde, diese Festival-Playlist. Was auch ziemlich so eine. Ziemlich so eine kleine Suchtspirale auch wieder hat. Weil ich halt irgendwie so dann alles abschließen will. Ich kann mal zeigen, wie weit ich aktuell bin. Wir sind jetzt hier noch im Frühling. Wenn die Folge rauskommt, denke ich mal, ist auch noch Frühling. Das zeige ich mal kurz. Das meiste habe ich auch schon geschafft. Also den RTR Mustang, den Ford Mustang hier S5, den habe ich schon gewonnen. Und bei 100% in dieser Season gibt es den Porsche 914-6. Kooperation mit VW. Ob ich den noch schaffen, muss ich mal gucken. Also muss ich ja einmal Sommerspieler noch absolvieren. Und dann Online-Abenteuer. Muss ich mal gucken. Aber ich denke, für so einen Porsche mache ich das gerne. Und dann nächste Woche im Herbst. Jetzt ist es noch diese Woche. So, nehme ich jetzt gerade am Dienstag auf. Vielleicht kommt die Mittwoch oder Donnerstag raus. Mal gucken. Das ist ja schon die neue Season. Wieder neue Herausforderungen. Und eine neue Festival-Playlist. Kann man ja auch so teilweise mal im Let's Play machen. Sei es hier die Meisterschaften oder. Ja, diese täglichen Fortzutern-Herausforderungen. Oder was war da noch da? Die saisonalen PR-Stunts. Oder Rivalen. Showcase-Remix. Also, es ist genug zu tun auf jeden Fall. So langweilig wird einem da nicht so schnell. Alles klar, das war die Autobahn. Zeit für einen Ausflug aufs Land. Tun wir was für die Umwelt. Mein BMW i8. Den habe ich vor ein paar Jahren in Frankfurt gekauft. Eigentlich hätte ich mit meiner Oma Sightseeing machen sollen. Aber ich bin heimlich auf die IAA gegangen. Sag's ihr nicht. Ja, gut, was wir in der Umwelt tun. Natürlich, Hybrid ist generell jetzt kein schlechter Ansatz. Zeig Ihnen, wofür ein Horizon-Fahrer die Handbremse braucht. So. Die Fähigkeitswertung. Die Umwelt ist natürlich gut, aber. Ich denke mal, eigentlich bei so einem Auto ist Hybrid eher auf die Sportlichkeit gedacht. Da liegt ja der Fokus zumindest. Ich glaube, man soll auch ein bisschen Sprit sparen, aber. Naja, bei dem Auto, ich glaube, so wenig verbraucht er eigentlich auch nicht. Ja, wir sehen. Natürlich, der Elektromotor schafft jetzt auch nicht 9 Kilometer alleine. Da musst du natürlich, schafft glaube ich nur 30, 40 Kilometer. Natürlich fährt man dann am besten kombiniert. Mit beiden Motoren. Komm schon, nicht so schüchtern. Diesem Wagen wirft so schnell nichts aus der Bahn. Versprochen. Und doch. Ja, finde ich, ist an sich ein cooles Auto, aber. Sollte aber, glaube ich, mal ein Supersportwagen sein oder so angepriesen. Ein Hybrid-Supersportwagen von BMW. Also, naja. Also, Supersportwagen nicht. Ist ein gutes Auto. Hat, glaube ich, ganz gute Fahrleistung, was die Beschleunigung angeht oder so. Vor allem für die Leistung. Der hat ja nur 362 PS, müsste er haben. Aber der Motor ist süß. 1,5 Liter Dreizylinder-Motor. Bei der Nase wirkt wie die Hölle. Ah. Ist nicht besonders stark. Muss es ja auch gar nicht. So. So. Schön driften. So, komm. Und. Jawohl. Zack, zerstören. So, ihn noch. Wieder driften. Oh, das war zu viel. Aber das ist kein Problem für den Fabian. Er kann ja was. Glaubt er zumindest. Keine Sorge. Die Versicherung zahlt für alles, was du kaputt machst. Glaube ich jedenfalls. Ja, glaubst du. Für alles würde ich nicht zahlen, wenn ich mit 100 irgendwas Sachen oder 200 durch die den Ort baller. Und du dir nichts sagen. Unfall, ja klar, bezahlen wir. Kein Problem. Hätte jedem passieren können. Ich denke mal, drei Sterne werde ich jetzt hier im ersten Versuch nicht schaffen.
Ich denke mal, Zeit ist aber an sich genug da. So nochmal kleine Umwege gemacht, um Punkte zu sammeln. Aber wieso hört denn meine Nase jetzt immer zu, ey? Das Fenster zu. Ja, das generell finde ich ist ein cooles Auto. Ich glaube halt, der ist arschteuer, oder? Ich meine, preislich war das nicht sogar bei 100.000 Euro? Das ist schon sehr viel. Genial gefahren. Weißt du, was noch genialer ist? Du bringst mir den BMW zurück und dann laden wir ihn einfach wieder auf. Ja. Da machen sie doch genauso was wie vorher, ja? Ja, kein Unterschied. Nicht dreckig, nicht kaputt, gar nichts. Genauso blitzeblank und makellos wie vorher auch. Ich würde mal sagen, deutsche Präzisionsarbeit, aber ist eigentlich... Klar, wir bauen natürlich schon qualitativ, ich sag mal, hochwertige Autos. Das können aber andere genauso. Vielleicht können das auch andere fast genauso für einen viel besseren Preis. Zum Beispiel kam gestern bei JP ein Video raus. Spoil ich mal kurz. Das heißt, wie hat er ein Auto abgeholt? Oder hat er es bestellt? Und zwar ein Camaro. Das ist halt auch wirklich preis-leistungstechnisch. Das ist kaum zu toppen. Was du da halt für ein Auto kriegst, mit dem Motor, mit dem ganzen Ausstattungsmäßig, was er alles kann. Für so einen Preis. Also, das sind also Amis generell gut. Auch so ein Ford Mustang, so ein Challenger. Dafür, was die bieten, sind halt echt günstig. Ist immer noch ein Haufen Geld. Meinst du, irgendwie so, was weiß ich, 50.000 oder 40.000 ist jetzt nicht gerade wenig. Aber was du für das Geld bekommst, das ist schon sehr, sehr geil. Hast du es gesehen? Es klappt. Auf dem ganzen Festival legen sich aufstrebende Horizon-Fahrer in die Kurve. Jetzt müssen ihnen die Meister die wichtigste aller Fähigkeiten beibringen, wie man so richtig Qualm macht. Das ist genau das richtige Auto dafür. Ein 800A Scout. Der erste SUV. Und immer noch der beste, wenn du mich fragst. Ist aber nur meine Meinung. Und genauso unnötig wie alle anderen SUVs auch. Aber ich weiß noch. Willkommen auf dem Mattkicker-Spielplatz. Ein Geländeabenteuerspielplatz mit einer Fläche von einer Quadratmeile. Viel Spaß bei der Schlammschlacht. Oh yes. Der Wagen hier, da war ja im Desert Mountain DLC. Bei Horizon 3. Damals war der Wagen besser reingebaut. Und der war laut wie die Hölle. Das war sehr, sehr geil. Wenn so generell so Ami V8 mit Kompressor oder auch nachträglich aufladen gerne, das ist eine super Idee. Wenn so richtig schön faucht, der Kompressor richtig schön laut ist, genau das mag ich. Zum Beispiel bei sich Corvette oder sowas oder Challenger Hellcat. Kompressor sehr, sehr gut. So, kannst du hier rumspringen gerne. Weil er vielleicht, glaube ich, eher ein Geländewagen die bessere Wahl wäre als ein SUV. Zumindest aus heutiger Sicht. Aber ich kenne es davon eine gute Wahl, wäre eher so ein Truck vielleicht. Bleib auf der Strecke, wenn es geht. Sie ist echt sehenswert. Na. Ich fahre dann, wo ich das will. Nicht überall. Immer schön springen. Immer schön. Oh, Glück gehabt. Und Papa, er sagt, er kommt eigentlich natürlich. Genau wie das. Das war alles gekonnt. Kein Überschlag. Das ist, hier läuft irgendwas falsch. Ich bin schon lange nicht mehr überschlagen. Es geht nichts über einen Tag auf dem Mattkickers Gelände. 50. Oh ja. Gib mir Mühe. 50 Sprünge zu schaffen. Ich brauche nur Vollgas jetzt, also ich bremse hier gar nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. Nein! Naja. Läuft keine Zielt weiter, alles klar. Ich bin überschlagen, aber gut kurzer. Der 50 schaffe ich nicht, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall machbar. Weil es ist sofort, das ist jetzt kein, das ist kein Dark Souls. Jetzt wohl nicht schaffen. Dann komm schon mal in die Nähe davon. Aber immer Gas geben, ne? Immer weiter versuchen. Auch wenn es aussichtslos erscheint.
Ja. Cool. Du kannst mir meinen Scout jetzt zurückbringen. Ich krieg langsam Lust, selbst zu fahren. Ich arbeite schon an unserer nächsten Demo. Also bis bald. Ah, es war knapp. Ja, fast geschafft. War ein cooler Wagen dafür. Fällt eigentlich ziemlich gut. Ich bin gar nicht so gut in Erinnerung. Ich habe jedes Mal hier 2 Sterne. Aber so immer 2. So, mach ich mal ein Kapitel? Naja, komm, 1 mache ich jetzt genau, okay? Deal? Sehe ich genauso. Grüße vom Skiller. Ja gut, ich weiß nicht, wie du meinst. Also mit Skiller wäre, glaube ich, nicht ich gemeint. Obwohl ich so heiße, Fabian. Skilling. So, 1 noch. Ist das Kapitel Nummer 5? Oder ist das schon Kapitel Nummer 6? Ich glaube, es war Kapitel Nummer 6 jetzt schon, ne? Ich glaube schon. Mal gucken. Weil ich jetzt schön nicht fahren darf. Gefällt's dir? Keine rollenden Züge, kein Verkehr, nur jede Menge Asphalt. Und mein maßgefertigter Focus RS RX Gymkhana. 600 PS Allradantrieb. Der hält exakt das, was er verspricht. Was verspricht er denn? Kannst du mir das bitte sagen? Komm schon, sei kreativ, aber fahr nirgendwo gegen. Die Fähigkeitsziel. So, ich sag mal, es sind irgendwie wieder 200.000-300.000 Punkte. Ja, ein bisschen driften. Natürlich ist der Wagen für Fähigkeitssachen halt echt geil. Unsere Gelände hier. Das ist echt super. Driften, springen, zerstören. So, aber lieber ein bisschen vorsichtiger erstmal fahren. So. Aber alles umliegen, was es hier gibt. Mal schön driften. Ja, wo Wheels bin. Okay, jetzt mal ein bisschen nass. Ja, nicht zu weit, Fabian. Jetzt kann auch den Gelände aufbleiben. Ich glaube, ich hätte auch mal ein bisschen. War gar nicht so weit weg. Immer wieder auf die andere Seite fahren. Irgendwas. 1000 Punkte! Wie geht's dir? Krasses Gefühl, was? Du kannst mir jetzt die Schlüssel zurückgeben. Komm schon. Okay. Einfach loslassen. Nein. Yes! 3 Sterne. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Jawohl, 3 Sterne. So gefällt mir das. Das war jetzt aber auch nicht wirklich schwer. Wir brauchen nur irgendwie rumdriften, zerstören, das reicht eigentlich schon. Ich glaube, den Wagen kriegt jeder zum Driften. Das ist mit dem Wagen echt, das ist überhaupt nicht schwer. So, das ist so gut wie jeder bekommt. Auch jemand, der nicht driften kann, der kriegt das auch hin. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Dann mache ich, glaube ich, die nächste Folge. Also die nächsten beiden Autos, die folgen, das weiß ich schon. Aber da bin ich auch schon teilweise gefahren, und zwar auf der Teststrecke schon. Habe ich die nächsten beiden Autos getestet. Folge 112 und 113. Ist die Frage, mache ich Fähigkeitsserie nächste Folge weiter oder übernächste? Ich weiß ich nicht. Wie viel ist da noch offen? Das kann ich noch mal kurz gucken. Solo. Ich glaube, es sind jetzt noch 4 Kapitel offen, ne? 1, 2, 3, 4. Mache ich die vielleicht in Folge 114 und 115? Aber mal gucken. Vielleicht oder eins jetzt, in jeder Folge jetzt noch ein Kapitel. In den nächsten 4 Folgen mal gucken. Muss ich mal sehen.
Ja, man hat trotzdem ein cooles Auto. Das nächste Auto wird auf jeden Fall deutlich schneller werden. Deutlich, deutlich schneller. Was das Drehmoment angeht. Da. Aber das Gewicht eigentlich auch. Dagegen ist das hier wirklich ein Smart. Gegen das nächste Auto. Was Leistung und auch was sich Größe und Gewicht angeht. Aber ja, das werdet ihr dann wohl in ein, zwei Tagen sehen, wenn die nächste Folge erscheint. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.